Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgaschemme. Ja, spät am Abend, sehen ist das Spiel zu Ende gegangen, der erste FC Köln unterliegt dem FC Bayern München mit 0:1. Für meine Begriffe ein erträgliches Ergebnis. Nur die kühnsten Optimisten haben hier mehr oder weniger mit dem Sieg oder mit dem Unentschieden gerechnet. Der FC Bayern war natürlich heute Abend beim FC Köln der haushohe Favorit. Die Tormaschine des FC Bayern lief ja die letzten Wochen auf Hochtouren. Siehe Harry Kane und so weiter. Und ja, heute Abend hat Baumgart dann die Startelf etwas verändert. Überraschenderweise für meine Begriffe kam Kilian ins Team. Man hat mit zwei Sechsern gespielt, Lubicic und Martel. Und auf den Außen mit Thielmann und Maina, zentral Kainz und vorne in der Spitze mit Davy Selke. Man hat mehr oder weniger, ja, wir haben auf Deutsch gesagt, mehr oder weniger fast eine Fünferkette hinten gespielt. Und ja, das Spiel hat eigentlich so begonnen, wie es zu erwarten war. Der FC Bayern hatte alles voll unter Kontrolle, hatte. Ich will die ganzen Chancen gar nicht aufzählen, die Bayern in der ersten Halbzeit hatten. Sané zwei oder dreimal, noch ein Pfostentreffer durch Hübers, der dann gerade noch im letzten Moment retten konnte und so weiter und so fort. Trotz alledem fiel dann das 1:0. Ja, dann hat da, muss man sagen, haben wir uns amateurhaft angestellt durch ein, ja, haben wir uns schön auskontern lassen, ja. Und Sané ist noch an Schwebe gescheitert und Harry Kane hatte dann natürlich keine Probleme, das 1:0 zu erzielen. Und ja, wir hatten eine Halbchance, will ich mal sagen, nach einer Flanke, nach einer scharfen Hereingabe, die aber dann auch nichts eingebracht hat. Und somit stand es dann bis zur Halbzeit 1:0. Und das Beste aus Kölner Sicht war natürlich das Ergebnis mit 1:0. Dann hegst du natürlich als FC-Fan immer noch die Hoffnung. Und ja, die zweite Halbzeit haben wir, muss man sagen, stabiler hinten gestanden, der FC Bayern. Ich weiß auch nicht, ob er mit dem letzten Druck, mit dem letzten Willen gespielt hat. Es sah teilweise dann aus wie im Handball. Die Bayern haben die Kugel laufen lassen, ja. Aber was man unserer Mannschaft hoch anrechnen muss, ist, man hat dann auch nichts mehr zugelassen. Und was dann auf die Kiste kam, das war schon in der ersten Halbzeit so, war Schwebe auf dem Posten. Schwebe war mit Abstand der beste Mann. Ja, und ja, somit, ihr wisst ja immer, wie das ist im Fußball. 1:0, das ist immer so ein schwammiges Ergebnis. Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Du bist zwar in Führung, aber ein Standard oder irgendeine. Ein Fehler in der Abwehr kann immer passieren, so dass die Kölner hätten noch irgendwo einen Ausgleich machen können, aber es sollte einfach nicht sein. Ja, wir haben auch keine richtige Drangperiode irgendwo gehabt, weil die Bayern dann auch einfach in der Beziehung zu clever sind. Und bei uns fehlt mir teilweise dann so ein Überraschungsmoment, mal so ein Steckpass, aber dazu sind wir heute dann auch nicht in der Lage gewesen. Und somit muss man ganz klar resümieren, dass der FC Bayern das Spiel zwar knapp, aber doch hochverdient 1:0 gewonnen hat. Aus Kölner Sicht muss man das, wie sagt man das immer so schön, muss man natürlich das Positive mitnehmen. Und das ist eine vernünftige Leistung in der zweiten Halbzeit. Das möchte ich der Truppe gerne attestieren. In der ersten Halbzeit hat man so ein bisschen ängstlich gespielt, denke ich mal. So nach dem Motto, derjenige, der einen Ball hat, ist das ärmste Schwein, weil dann auch sich irgendwo ein bisschen versteckelt worden ist. Keiner wollte irgendwo einen Fehler machen. Und das war dann in der zweiten Halbzeit, ja, wesentlich besser geworden. Die Bayern hatten dann noch einen Lattentreffer durch Coman, aber was Zwingendes oder was Berauschendes ist dann auch nicht mehr gekommen. Aber allerdings auf Kölner Seite auch nicht. Wir hatten dann nochmal so eine Halbchance. Aber muss man auch ganz klar anerkennen als Sportsmann, ein Unentschieden oder wie gesagt ein Punkt für ein FC wäre eigentlich nicht verdient gewesen, obwohl ich ihn gerne mitgenommen hätte. Somit kann man ausgehen, ja, dass wir am Wochenende wieder die rote Laterne innehaben. Aber ich denke mal, wie gesagt, du musst das Positive aus dem Spiel rausziehen und Freitag geht es schon weiter in Darmstadt. Da gibt es dann natürlich nur eins und das ist klar, Freunde des schönen Fußballs, das sind 3 Punkte. Alles andere wäre, ich sag's mal, wäre tödlich.
In Darmstadt musst du 3 Punkte machen, egal wie. Ja? Und in Darmstadt ist nicht nur Fußballspielen gefragt, sondern auch ja, Kampfgeist mit 120% Einstellung musst du in das Spiel gehen. Aber wie gesagt, wir haben noch eine Woche. Ja, ich hatte es eben schon einmal gesagt, Schwebe war für mich bester Kölner. Wer mir noch gut gefallen hat, das könnt ihr auch gerne mal kommentieren. War Thielmann, der dann teilweise auch hinten rechts verteidigt hat. Und das hat er sperren stark gemacht, der Junge. Du siehst ihm auch an, wenn du ihm in die Augen guckst. Der Junge ist voll dabei, mit vollem Willen. Und ja, ich will das den anderen Leuten nicht absprechen. Machtel hat auch ein halbwegs gutes Spiel gemacht für meine Begriffe, hat dann natürlich auch 1-2 Fehlpässe drauf gehabt, wo dann eventuell eine Chance hätte raus erstehen können. Machgut kam heute gar nicht zum Einsatz. Baumgart hat dann gewechselt, in der 64. Minute kamen dann Tickes und Alidu für Selke und Lubisic. Ja, Lubisic läuft seiner Form immer noch hinterher. Wenn ich mir in Erinnerung rufe, was der vorige Serie für Spiele gemacht hat, ja, und dieses Jahr ist es kein Wunder, dass ihn Rangnick nicht zur österreichischen Nationalelf eingeladen hat. Und in der 75. Minute kam dann nochmal Waldschmidt, der die Viertelstunde eigentlich für mich überzeugt hat, für Kainz. Und Hussein Basic und Pagarada sind dann noch gekommen für Kilian und Thielmann. Ja, dem jungen Thielmann wird natürlich die 75 Minuten, die er heute gespielt hat, auch gut tun. Weiß nicht jetzt, was mal mit Marc Uth war. Vielleicht wollten ja auch schon jetzt für das Darmstadt-Spiel. Ich denke mal, ja, dass dann in Darmstadt einer von beiden entweder Waldspiel oder auch gut anfangen wird. Alidu konnte jetzt auch nicht mehr großartig was reißen. Und ja, hinten haben wir unsere normalen Stockfehler teilweise immer drin, die dann natürlich peinlich sind, wie so ein Tor. So ein Tor dürfe ich mir natürlich gegen den FC Bayern nicht einschenken lassen, ja. Da muss eine andere Absicherung her. Wir wissen alle, wie der FC Bayern Fußball spielt. Die sind zu 100% ballsicher, ja. Die wissen, wo der Ball hin muss und der kommt da auch an. Und das ist dann natürlich ein Problem, wenn ich dann so offen stehe. Obwohl, ja, da haben wir uns schön überrumpeln lassen. Trotz alledem, ja, muss man, wie gesagt, das Positive rausziehen. Und ich sehe die Sache Freitagabend relativ optimistisch in Darmstadt, dass da ein Dreier gemacht wird. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Spiele morgen und Sonntag ausgehen. Und dann sind wir wieder schlauer. Und ja, bezüglich eines neuen Stürmers ist auch nichts bekannt. Zumindest mir nichts. Wenn ihr es mehr wisst, geht immer das Gerücht um mit Mukuku. Aber gut, das ist alles Schnee. Ja, oder irgendwo ein Teil der Medien, wo dann teilweise dann auch nichts dran ist. Zu allem Überfluss oder Überdruss hat unsere U21 heute das Spiel in Düsseldorf auch noch 3-2 verloren. Nach einer 2-0 Führung, ja, sonst wären wir richtig schön oben dran gewesen. Aber wie gesagt, Priorität hat die erste Mannschaft. Und ich denke mal, auch alle Fans, die im Stadion waren, haben die Mannschaft gut unterstützt und was willst du machen gegen Bayern? Ich denke mal, hätte von vornherein einer gesagt, das Spiel geht 1-0 verloren, dann hätte ich es auch noch unterschrieben. Denn ich muss selbst gestehen, ich hatte schon Angst, dass es dann 4 oder 5 Stück gibt. Und somit, ja, hegst du dann natürlich immer noch die Hoffnung nach dem 1-0. Irgendwann fällt der Ausgleich. Aber Holly, heute war es Piffedeckel. Ja, da müssen wir dann eben halt durch. Wie gesagt, nur die kühnsten Leute haben heute mit Punkten gerechnet. Und dann wollen wir hoffen, dass das nächste Woche in Darmstadt nach unseren Wünschen läuft und dass wir zum Winter noch oder bis zur Winterpause noch ein paar Pünktchen sammeln. Ja, denn kadermäßig müsste jetzt Thielmann dann auch wieder irgendwann bei 100% sein und Marc Uth auch. Und ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo mal eine Tormaschine anschmeißen, damit wir mal so ein paar Treffer erzielen, denn leider sind wir nicht imstande im Moment mal irgendwo zu Null zu spielen. Wäre natürlich schön, wenn mal die Null da hinten stehen würde. Dann musst du auch nicht, weil wir schon gar so torgefährlich sind, nicht immer mit aller Macht und Gewalt irgendwo ein Tor machen. Da muss man mal einen Punkt mitnehmen. Aber wie gesagt,
Sollte heute leider nicht sein. Klar ist man enttäuscht, aber wie gesagt, das Positive rausziehen, mitnehmen bis nächste Woche Freitag und dann in Darmstadt am Böllenwald-Tor 3 Punkte machen. Alles andere zählt dann diesen Freitag nicht. So, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß noch bei den Spielen, die jetzt nach dem Wochenende sind. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen, geruhsamen Freitagabend und schönes Wochenende. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Olli. Ciao.